herzlich willkommen zu Mailas Mahlzeit. Mein Name ist Max. Und ich bin die Laila. Und wir, beziehungsweise meine Eltern, haben uns vor kurzem diesen Häusler Holzbackofen gekauft. Seit mehreren Jahren backen wir bereits unser eigenes Brot und machen auch gerne Pizza. Und um das Ganze geschmacklich auf ein nächstes Level zu bringen, um es noch weiter zu optimieren, hat es genauso einen Backofen gefehlt. Und so kam es, dass wir im Januar diesen Jahres nach Heiligenkreuztal gefahren sind, um uns das Häusler Backdorf anzuschauen. Dort haben wir uns informiert und inspiriert und waren relativ schnell von den Holzbacköfen begeistert. Wir haben uns dann für einen Habo 4-6 entschieden, weil er mit einer Backfläche von 60 x 70 cm perfekt zu unserer Familie passt. Diesen haben wir dann bestellt und 2 Wochen später wurde er uns dann auch schon geliefert. Es gibt 2 Varianten, wie man den Backofen kaufen kann. Entweder komplett fertig, was den Vorteil hat, dass man relativ wenig Arbeit damit hat. Hier muss man aber bedenken, dass der Backofen mit 505 Kilo nicht gerade leicht ist. Die andere Variante ist, man kauft ihn teilzerlegt, dann wiegt das schwerste Teil nur 142 Kilo, aber dafür hat man die Arbeit und muss ihn zusammenbauen. Aber mit ein bisschen handwerklichem Geschick kann man das schaffen. Der Kauf des Holzbackofens war nur der erste Schritt für die Entstehung einer Außenküche. Der Holzbackofen steht, die Küche noch nicht. Und über die Entstehung dieser werden wir euch auf dem Laufenden halten. Aber unser Hauptthema wird der Holzbackofen sein, in dem wir euch zeigen, was man alles darin backen und kochen kann. Wir würden uns freuen, wenn ihr euch die Videos anschaut und wir die nicht völlig umsonst gedreht haben. Wenn sie euch dann noch gefallen, freuen wir uns umso mehr. Bis bald bei Mailas Mahlzeit.